Vor allem ist dieses komische Ding da auch im Weg. Und mein Kopfhörer rutscht. Au. Aus dem Weg! Bahn frei, Lama kommt! Ach komm ey, ich hab da keinen Bock drauf. Wahrscheinlich werden wir sowieso noch anders hinkommen. Aus dem Weg! Die Place muss jedes Mal die Stelle suchen, wo diese, wo dieses Stückchen gesprochen, dieses Stückchen gesprochene von Cusco ist, wenn man rennt. Oh, ihr könnt mich mal. So, wo sind wir denn hier? Da links und rechts. Und da ist hier ja dieser Pfeil oder Fleck auf dem Boden. Da ist ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Was bist du? Kann man mit dir reden? Schnell zum Ende, um zu einem Geheimnis zu gelangen. Wo kommen denn die ganzen sprechenden Fliegen her? Ah, okay. Kontrollpunkt. Bevor ich das auf Zeit mache. Bevor ich das auf Zeit mache. Das ist doch abgefuckte. Ich mach das direkt auf Zeit. Ach komm. Mann! Nicht zu nah! Ach Mann. Wow. Wow. Und somit, von tiefstem Schmerz erfüllt, betrauern wir den plötzlichen Verlust unseres geliebten Prinzen, der uns auf so tragische Weise entrissen wurde und das am Vortag seines 18. Geburtstags. Der arme Kerl. Doch in unseren Herzen lebt er weiter. Er hatte keine Chance. Für immer und ewig. Tja, viel toter kann er nicht werden. An die Arbeit! Das Schlimme ist, ich konnte mich daran erinnern, an diese Sequenz. Und ich glaube, dass ich diese Sequenz damals schon des Öfteren gesehen habe. Wir werden einfach weiterspielen. Wir werden wahrscheinlich in dem Kapitel von vorne anfangen und alle Münzen sind wieder da. Und ja, schätze ich mal. Ja, natürlich. Wer hätte es gedacht? Nimm das! Was steht heute zur Auswahl? Ich hasse diese Viecher und ich hasse diese Steuerung. Haja! Nicht zu nah! Und dass man das dann nicht kaputt machen kann, wenn es im Boden steckt, ne? So, zieh dich. Boom, Baby! So. Was steht heute zur Auswahl?
Habe ich überhaupt schon mal? Kann man... Ansichtsmodus. Es ist... Oh, Dankeschön, danke. Jetzt funktioniert es hoffentlich besser mit dem Zielen. Nimm das! Das ging schnell. So, du kannst mich mal Oppi. Bahn frei, Lama kommt! So, jetzt sind wir schon wieder an der Stelle hier. Steht hier irgendwas? Nee, das ist einfach nur ein Pfeil. Warte mal, hier waren wir noch nicht, ne? Schnell zum Ende! Und zum Geheimnis gelangt. Wo kommen denn die ganzen sprechenden Fliegen her? Okay, dann ist es also auf beiden Seiten. Sowas. Kontrollpunkt. Das ist ja nicht so toll. Aber wir machen erstmal das hier, das sieht einfacher aus. Ein bisschen. Nicht zu nah. Kontrollpunkt. Nicht zu nah. Wow, das war knapp. Oh ja. Yeah. Das war knapp. Ach, das ist das Geheimnis, okay. Was steht heute zur Auswahl? Wo kommt man denn da hin? Einfach mal hier runter. Oder ist es? Ich glaube, das ist einfach die andere so Seite. Besser. Ich schätze mal, das wird einfach die andere Seite sein, wo wir rauskommen. Das sieht mir hier so verdächtig aus nach einem Weg, aber es ist keiner. Anscheinend wieder tot. Aua! Und das ist das Wampi. Und es ist genau das Wampi. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, es ist mein Wampi! Okay. Dann wissen wir ja schon mal, wie wir da hinkommen. Und es ist auch ganz nett, dass uns der Typ gesagt hat, dass mit dem Flecken auf dem Boden. Ich hoffe einfach mal, dass das die Pfeile sind auf dem Boden, die er meint. Oder sind hier diese Pfeile? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt das andere. Und dann geben wir alles nochmal ab. Und machen die Dinger kaputt. Ja. Okay, erstmal Checkpoint einsammeln. Kontrollpunkt. Bahn frei, Lama kommt. Das ist so. Mann! Woohoo!
Aua! Achso, wollte ich schon sagen, was ist das denn? Oh ja. Was steht heute zur Auswahl? Nimm das! Ich hoffe, du bleibst tot. Das wäre sehr angenehm. Junge, was war gerade mit der Kamera los? Also es ist heute irgendwie dezent anstrengend. Ich weiß auch nicht warum. Also jetzt schmeißt er wieder. Kannst mich mal. Hier. Kontrollpunkt. So. Das Problem ist, wenn man zu spät abspringt, fällt er einfach da rein. Das ist halt ein bisschen anstrengend. Da war noch eine kleine Münze, ne? Ne, das war nur ein Blatt. Schade. Habe ich gedacht, ich hätte was Tolles gefunden, aber. Nee. Mann, hör auf mit der Kacke! Was steht heute zur Auswahl? Ich dachte, ihr kommt mal wieder zurück. Ich glaube, ich bin falsch Weg gegangen. Ich dachte, das wäre ein Rundweg. Ach, zieh dich, Mann. Toll. Toll, super, super, toll. Und somit von tiefstem Schmerz. Ja. Hast dich aufgehangen. Ein bisschen wildes Rumgedrücke auf dem Gamepad funktionieren, also gut. Ich würde sagen, ich schneide das hier und wir sehen uns dann, nachdem ich das erste Geheimnis geschafft habe, sehen wir uns dann beim zweiten Geheimnis wieder. Also auf dem Weg zum zweiten Geheimnis. So, ich bin wieder hier. Ich habe auch gerade mal hier reingeguckt und hier ist sogar eine Melone, mit der wir uns komplett jedes Mal auffüllen können. Hätte ich nicht mal gewusst, ne? Das mit den Hühnchen habe ich immer noch nicht verstanden. Erst Checkpoint. Kontrollpunkt. Dass ich mir das jedes Mal angucken muss. Okay. Das war gut. Und wir kommen natürlich auf der anderen Seite raus. Für eine Drecksmünze, ey. Eine Drecksmünze. Ah, so ist's besser. Naja, gut. Trotzdem weiß ich nicht, anscheinend müssen wir ja noch irgendwo zwei Schalter betätigen. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass sie hier wären. Aber nein. In dem ist nicht so. So, dann gehen wir gleich nochmal
Die linke Runde. Also ich kann jetzt schon mal sagen, was mich ein bisschen stört. Deswegen hätte ich nämlich eben gerade fast nicht... Hätte ich es fast nicht geschafft, da reinzukommen in das eine. In das erste Versteck. Versteck. Ist... Wenn man gegen die Wand läuft, dass der dann so quasi wie Spyro das macht. Nur, dass Spyro macht das, wenn man so in 90 Grad auf die Wand zuläuft. Und er macht das hier, wenn man irgendwie... Ja, jetzt macht das nicht. Das genau, was er eben gerade hier zweimal gemacht hat. Das nervt. Ich wäre eben gerade fast deswegen nicht in die Tür reingekommen. Hätte ich nochmal von neu anfangen müssen. Ganz von vorne. Okay. Du quatscht mich jetzt aber nicht mehr zu. Dankeschön. Kontrollpunkt. So. Ich möchte jetzt noch gerne die restlichen Münzen holen, aber dafür haben wir genügend Zeit.